Ganz schön windig heute. Glitzer, Glitzer, Christbaumschmuck, Weihnachten steht vor der Tür. Ja. Glitzer, Glitzer, schon geht sie auf, ja, und Pennylein ist hier. Oh, meiner toll! Tolle Idee, Penny. Ich wäre nie darauf gekommen, Hauptfeuerwehrmann-Stil zu schmücken. Ich auch nicht, Cridlington. Und gefällt's dir, Penny? Ja, sieht schon ganz gut aus. Ich habe noch mehr Lichterketten mitgebracht. Toll. Wollen wir Hauptfeuerwehrmann-Stil damit schmücken? Nein, Cridlington, das wollen wir ganz sicher nicht. War nur ein Witz, Sir. Dieses Jahr wird der Supermarkt die allerschönste Weihnachtsdekoration in ganz Ponty Pandy bekommen. Ich finde, wir sollten es mit der Dekoration nicht übertreiben. Ach, komm schon, Mom. Die hier brauchen wir unbedingt. Und die hier auch noch. Die blinken nämlich ganz lustig. Erstmal muss ich die hier entknoten, Norman. Und außerdem haben wir gar nicht genug Steckdosen. Och, bitte, Mom. Das wird bestimmt toll aussehen, wenn hier erstmal alles blinkt und leuchtet. Tada! Na, Sam, gefällt es dir? Mir gefällt nicht, dass alle Stecker in einer Steckdose stecken. Aber Sam, ich wollte die Küche auch fürs Weihnachtsfest schmücken. Gut und schön, aber doch nicht mit diesem alten Ding. So ein Stecker kann schnell überhitzen, besonders wenn man zu viel daran anschließt. Oh, ich wollte es hier doch nur ein klein wenig bunter machen. Das ist ja auch schön. Aber nimm ein Verlängerungskabel und steck die Lichterketten dort ein. Oh. So bunt hat es hier noch nie ausgesehen. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden, Norman Price. Komm schon, Mom. Das sind doch nur die Lichterketten. Wir brauchen noch jede Menge anderen Weihnachtsschmuck. Und zwar auf jeden Fall diesen Riesenweihnachtsmann. Norman Price, jetzt übertreib es bitte nicht. Wir haben ja nicht mal einen Garten, um ihn aufzustellen. Wir brauchen keinen Garten. Er kann auf dem Dach stehen, so als ob er den Schornstein runterrutschen will. Nein, Norman, nein. Das ist mein letztes Wort. Oh, okay, Mom. Wenn du willst, dass ich an Weihnachten traurig bin. Und hier eine Wetterwarnung von Radio Pontypandy. So ist es gut, Mom. Direkt neben den Schornstein da. Norman, das geht so nicht. Es ist zu windig und die Leiter wackelt. Ich halte die Leiter fest. Kletter weiter. Hey, komm zurück, Weihnachtsmann. Nicht wegfliegen. Norman, was ist mit der Leiter? Norman! Bleib doch hier, bitte. Im Auto warten, Mandy. Es dauert nicht lange. Mom! 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 Was ist denn, Mandy? Ich habe gerade den Weihnachtsmann gesehen. Er ist da lang. Sei nicht albern, Mandy. Weihnachten ist doch erst in einer Woche. Ich bin ganz sicher. Also, ich sehe keinen Weihnachtsmann. Du siehst wohl mal wieder Gespenster, Sarah. Wie immer. Stimmt gar nicht. Es hat keinen Zweck, Norman. Wir haben ihn verloren. Wen verloren? Den Weihnachtsmann. Siehst du? Dann war er also doch da. So,
Sei nicht traurig, Norman. Wir haben doch jetzt schon mehr Weihnachtsschmuck, als jeder andere in Pontypandy jemals zuvor hatte. Aber Mom, haben wir nicht noch einen Riesenweihnachtsmann? Nein, Norman, das war der einzige. Bestell doch noch einen. Doch nicht eine Woche vor Weihnachten. Der würde nie rechtzeitig ankommen. Und wenn du sagst, dass es ein Notfall ist? Oh, Hilfe! Notfall! Doch nicht so, Mom. Ich meinte am Telefon. Mom, ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Feuer in Dillys Laden. Feuer im Sparpreis-Supermarkt, Sam. Wir hatten einen Anruf von Mrs. Price. Und in der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen? Halt, Sam! Was gibt's? Hier ist noch eine Meldung. In der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen. Dann schicken Sie Penny mit dem Rettungsboot raus. Sehr gute Idee, Sam. Penny? Bin schon unterwegs, Sir. Das muss ein Kurzschluss gewesen sein. Stell zuerst den Strom ab da drüben. Wird gemacht, Sam. Dillis, der Brand ist gelöscht. Ihr könnt jetzt wieder reingehen. Zu viele Stecker in dieser alten Steckdose. Das war die Ursache. Elvis hat recht, Dillis. Diese alten Steckdosen sind gefährlich. Man darf sie auf gar keinen Fall überlasten. Ich hab Norman ja gesagt, dass wir zu viele Lichter haben, aber er wollte immer noch mehr und mehr und mehr. Entschuldige, Mom. Seht mal, wen ich aus der Bucht gefischt habe. Der Mann über Bord war dieser aufblasbare Weihnachtsmann. Ja, die Lichterketten sind zwar kaputt, aber wenigstens habe ich meinen aufblasbaren Weihnachtsmann wieder. Hol ihn runter, Penny. Wir montieren ihn auf dem Dach. Auf dem Dach? Diese Figuren sind doch eher für den Garten vorgesehen. Hab ich's dir nicht gesagt, Norman Price? Aber Mom... Hör zu, Norman, vielleicht sollten wir den Weihnachtsmann lieber dazu benutzen, uns bei der Feuerwehr für ihre überaus schnelle Hilfe zu bedanken. Lass den Kopf nicht hängen, Norman. Es war sehr nett, dass du uns deinen aufblasbaren Weihnachtsmann geschenkt hast. Dafür bekommst du auch einen selbstgebackenen Lebkuchen. Ja, vielen Dank, Norman. Jetzt kann jeder in Pontypandy den Weihnachtsmann sehen. Na ja, man muss auch teilen können. Norman, lass auch was für die anderen übrig. Hier passt der Weihnachtsmann wirklich viel besser hin und sorgt hoffentlich für keine weiteren Unannehmlichkeiten mehr. Lebkuchen, Sir? Ja. Danke schön, Elvis. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not.